Ein Streichholzhaus. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Spielen wir jetzt als Kelso weiter? Ja, Esther Lichtman, super. Wir spielen jetzt Kelso, das ist ja auch interessant. Sehr geehrte Mrs. Lichtman, bezüglich der Angelegenheit Polizeinummer so und so und des plötzlichen Todes von Mr. Louis van Buchwalter informiere ich Sie mit diesem Schreiben, dass Sie zur alleinigen Anspruchsberechtigten von Mr. Buchwalters Abfindung wurden. Na, geh weiter runter bitte. Nicht so weit. Eins höher bitte. Beigefügt finden Sie einen Scheck über $20.000, dem maximal ausbezahlbaren Betrag nach Klausel 4a. Der Lifecare-Risikolebensversicherung von Mr. Buchwalter. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per postalischer Rückantwort oder telefonisch während unserer Geschäftszeiten bei unserem Verwaltungsbüro. Mit Beileidsbekundung Clarence W. Fleming, Schadensprüfer der California Fire and Life Insurance. Alles klar. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Hängt das Spiel? Nee. Hä, was soll denn jetzt los? Keine Ahnung. Zahlen Sie den Betrag von $20.000 an Esther Lichtman aus? Okay. I don't accept the settlement. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Der Grundriss des Hauses. Soll ich irgendwas Bestimmtes dabei feststellen? Wir können erstmal hier oben drauf tippen. There's got to be more in these files. So, Elysian Fields Developments, Normandy Avenue Siedlung. Okay, irgendwas am Haus, was jetzt interessant wäre? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut. Dann schauen wir mal. Gibt's hier irgendwas Wichtiges für uns? Ich kann ja mal drauf tippen. Wahrscheinlich uninteressant. Ich weiß nicht, wonach genau ich jetzt suchen soll. Das müsst ihr mir mal irgendwie mit erklären. Na gut. Betreffend Versicherungspolice Nummer so und so. Macht doch bitte mal runter. Nicht so weit. Nicht so weit. Ich hätte gern... Okay, das davor war es doch. Louis van Buchwalter verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit für Elysian Fields Development, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Am Dienstag, dem 28. Januar um ca. 8.30 Uhr morgens, stieg Mr. Buchwalter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandy Avenue Baugebiet, als ein Fehler im Firstbalken diese zum Nachgeben brachte. Zeugen zufolge rutschte Mr. Buchwalter aus und versuchte sich aufzurichten, indem er sich an einem Deckensparren festhielt. Dieser brach jedoch. Mr. Buchwalter fiel aus ungefähr 7 Metern Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Der Firstbalken ist gebrochen? Der Firstbalken, ist das nicht der große in der Mitte? Also ich meine, ich kenne mich mit Dachkonstruktionen nicht sonderlich gut aus, muss ich zugeben. Aber ich hätte gedacht, das ist der große in der Mitte. Wie kann der denn brechen? Na gut. Nein, eins höher. Ach, das ist doch nervig hier. Kannst du bitte mal eins höher gehen wieder? Danke. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwalter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand... Etwas schneller? Als er mit dem Kopf auf einem der Dachbalken aufschlug. Die heruntergefallenen Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen. Und er... Warum liest du so langsam, Junge? Verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Okay.
Jetzt eins runter. Unabhängige Gutachten des Fürstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der etwas weiter Installation nicht erkennbar waren. Ach so, okay. Ich dachte schon. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen befolgt hatte. Wahrscheinlich. Getroffen hatte. Okay. Ich finde es echt seltsam, die Lesegeschwindigkeit von den Untertiteln. Das ist merkwürdig. Manchmal geht es unglaublich schnell und manchmal nimmt sich das Ding wahnsinnig viel Zeit. Und die Steuerung ist auch schrecklich hier dabei. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Lucian Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer Unfall, schätze ich. Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields Developments keine Schuld trifft. Natürlich nicht, nein. Wie könnten sie auch? Die Versicherungssumme dieser Police sollte in vollem Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Okay. Timothy Lee, Leitender, was auch immer. Sorry for your loss. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler. Alles klar. Gut, können wir noch etwas anschauen? Gibt es noch mehr hier? Eigentumsübersicht. Weiß ich nicht, ob ich hier noch irgendwas dabei entdecken soll. Ich tippe mal einfach überall drauf. Die werden mir schon Bescheid sagen, wenn irgendwas mit dabei ist. Scheinbar nicht. So, beim Haus selbst können wir jetzt auch nichts machen, ne? Nicht so wirklich. Ich weiß nicht, worauf genau ihr jetzt raus wollt, ehrlich gesagt. Was ihr von mir wollt. Wir können ja mal schauen, ob es noch... Gibt es noch was anderes zum Anschauen hier drin? Nee, ne? Ist dann bloß noch der Brief. Okay, vielleicht haben wir auch schon alles. Vielleicht muss ich nur noch mal rechte Maustaste zum Rausklicken drücken. Do you mind if I ask you a couple of questions? Ah, okay. Of course not. Wunderbar. Das hättet ihr mir natürlich sagen müssen, dass schon alles in Ordnung ist. Gut, wir spielen jetzt also als Jack Kelso. Sehr interessant, finde ich irgendwie. Strittige Versicherungsauszahlung. Schauen wir doch mal, wie das mit Jack läuft. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Okay, soll ich das jetzt... Ich meine, die Sache ist ja, ich weiß ja, dass da mehr dahinter steckt. Von daher wäre es irgendwie doof, jetzt Wahrheit zu nehmen. Ich gehe mal auf Anzweifeln. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you, I do not want the money. There's something wrong with that house. Es ist irgendwie total bizarr, wenn man jetzt... ja, im Prinzip weiß, was dahinter steckt, wenn Elsa hierher kommt und Jack spielen muss, der es eigentlich nicht weiß. You and Buckwalter weren't married? No. And how did you become his beneficiary? We were family friends. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island, resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed, accidents happened. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Gut, wir können ja eigentlich weiter auf Anzweifeln gehen, oder? Weil eigentlich will sie ja, dass Elysian Fields untersucht wird. Okay. You expect me to believe that you have no ulterior motive? That money means nothing to you? I believe that money has value. I believe your work defines who you are. And you should be paid relative to the quality of your work. Aber sie hat doch Hintergedanken. All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address? Not the phone number.
Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Okay. Come on, I'll walk you up. Na klar doch. Ich frage mich bloß gerade, warum bei dem letzten jetzt Anzweifeln nicht richtig war, denn sie hat ja Hintergedanken, das wissen wir ja. Schließlich hat Cole sie darauf angesetzt. Warum hätte ich das jetzt als für bare Münze nehmen sollen? Das verstehe ich nicht. Na gut, egal. Können wir eigentlich mit ihm auch Klamotten wechseln? Ich muss mal kurz schauen. Nee, das gibt's nicht mehr zur Auswahl bei ihm. Na gut. Gibt's jetzt Ärger im Paradies? Oh, Susie, you are so bad. Okay, ich nehme an, wir müssen durch die große Tür hinter der Glaswand oder in der Glaswand. Natürlich. Und der Mann scheint Geld zu haben. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Ms. Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that she's a very highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal with it, Jack! Do your fucking job! Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack, fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. So viele sympathische Männer. Und Jack steht vor denselben Problemen wie Cole. Your car, Mr. Kelso. Okay. Thanks, kid. Wir spielen also nicht bloß einen kurzen Ausschnitt jetzt mit Kelso, sondern wir scheinen den ganzen Fall mit dem zu übernehmen. Interessant. Okay, dann schauen wir mal kurz. Nee, ich habe keine Sirene. Gut, hätte mich auch gewundert, wir sind ja kein Polizist. Oh, ist die Karre schwerfällig. Ist ja schrecklich. Hast du gerade mit dir selbst geredet? Gut, ich schaue mal kurz auf die Karte, wo wir eigentlich sind, in welcher Ecke. Ach, wir sind auch in Wilshire, okay. Alles klar. Hier ist das Wilshire Revier. Gut, na dann, wie fahren wir denn da am besten? Ich glaube, am besten komme ich, wenn ich... Ja, ich mache einfach mal links rum und dann folge ich einfach der Straße. Weg da. Gut, ich bin gespannt, ob wir jetzt für mehrere Fälle Jack übernehmen oder ob das jetzt nur für den einen ist und wir vielleicht jetzt relativ bald schon wieder auf Cole treffen werden. Das kann ja auch sein, dass die beiden sich jetzt direkt begegnen wieder und wir dann mit Cole wieder übernehmen. Wäre ja durchaus möglich. Ist aber auch mal ganz nett, sage ich mal, einen anderen zu übernehmen, wobei es eigentlich scheißegal ist, wen man hier steuert. Ich meine, am Prinzip ändert es ja nicht viel. Und ich finde auch irgendwie, dass die Charaktere jetzt nicht so einzigartig und toll sind, dass man da jetzt einen übelsten Unterschied spüren würde. Also, es ist doch schon relativ austauschbar, finde ich. Die haben halt alle nicht so die riesen Tiefe, finde ich, ne? Ich meine, klar hat man bei Cole und Jack diese Vorgeschichte mit eingebaut, die halt... Was macht der denn? Die halt ein bisschen da Tiefe reinbringen soll. Aber ich finde, man merkt davon nicht viel im Alltagsgeschehen, dass sie wirklich jetzt verschiedene widerstrebende Motive haben und so, dass da wirklich Tiefe drin steckt. Elysian Fields Gelände, 11.33 Uhr. Sind wir wieder hier. Na gut, schauen wir es uns an. Jemand zu Hause? Ansonsten schaue ich mich mal so einfach um. Einfach ungefragt. Warum auch nicht? Wallraven, Eisenwaren und Baubedarf. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal Zement mit draufstehen.
Kunde Elysian Fields. So, gibt's irgendeinen Kommentar von dir? Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja ungünstiger Zement für Hausbau. Wobei Portland-Zement ist, glaube ich, ganz normaler, ne? Also ist üblicher, glaube ich, bei den Amis. Na gut, vielleicht irgendwie. That's not how my pop taught me to mix it. Ah. Someone is cutting corners. Alles klar, danke, das wollte ich wissen. Wobei es natürlich nicht heißt, dass das jetzt das direkte Mischverhältnis ist. Kann ja sein, dass sie noch was da haben. Da haben wir schon mal einen Hinweis auf den schlechten Zement, den wir ja auch mit Cole entdeckt haben. Stadt Los Angeles Bau- und Sicherheitsbehörde. Abrissauftrag. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 191 Teil 1 Paragraph A der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an der Normandy Avenue Siedlung schneller, der mit dem Vorfall am 28.01.47 zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Okay. Bulldozing starting again. Und hier? Elysian Fields 748 N Oxford Ave. Okay, das ist die Adresse, wo wir mit Leland Monroe uns unterhalten haben, ne? Genau, ist er auch von Leland Monroe hier. Verzögerungen werden nicht geduldet. Die haben vielleicht... Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Nein, ganz sicher nicht. Kann es vielleicht sein, dass die mit schlechtem Beton, mit schlechtem Zement gearbeitet haben und um das vertuschen zu wollen, dann den Brand angezettelt haben, um es nochmal neu aufzubauen? Könnte ich mir vorstellen. Okay, gibt's hier noch irgendwas für uns? Nicht so wirklich, ne? Ja, das nette Grinsen. Okay. You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Oh, komm schon. You're a real asshole. Ernsthaft? You know that? Wieso das denn jetzt? Und wieso bist du nicht in Abwehrstellung gegangen, wenn ich's drücke? Ich versteh's grad nicht. Take another step this way. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and three houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Na gut, magst du deinen Hut vielleicht wieder mitnehmen? Bisschen von dem Blut? Okay, schauen wir uns mal um. Der Zement könnte auf jeden Fall interessant sein und natürlich auch der Dachfirst. Schließlich ist der ja gebrochen. Ich denke, wir werden einiges an Push erleben dort. Oh, das ganze Haus ist ja echt komplett zusammengestürzt. Zerstört ist Elysian Fields Haus. 11:49. What gives here? Not for construction use. Haben die es nicht genau dafür eingesetzt? Okay, er sagt aber nichts dazu, also scheint es jetzt erstmal nicht weiter essentiell zu sein. Gut, aber die haben netterweise überall die Fahnen dran gesetzt, wo es das für uns zu untersuchen gibt, wie es scheint. Na, irgendwas? Scheinbar nicht. Vielleicht sind die Fahnen auch gar nicht die interessanten Sachen für uns. Kann ja auch sein. Ein weiteres Stück Holz, das genauso aussieht wie das andere. Na gut, schauen wir mal weiter hinten nach. Was haben wir denn hier? Let's try to piece this together. Och nee, Puzzlespiele? That's not right. Nee, ist es nicht.
Ich wusste auch gar nicht, was du wo dran setzen willst jetzt. Dann nehmen wir doch einfach das untere. Keystone Films, das passt hier nicht rein. Keystone Films? Who gets their lumber from a film studio? Oh, sympathisch. Ich glaube, wir müssen rennen. Warte mal, ich muss noch schießen auf den? Na, das war ja jetzt geil. Dass er dann auch noch die Richtung ändert. Ist interessant. Wenn man auf die rechte Maustaste drückt, um die Waffe zu ziehen, dreht er sich automatisch um. Und wenn man sie dann wieder loslässt, bleibt er einfach in die Richtung gedreht und läuft dann entgegen, dem Bulldozer entgegen. Sehr interessant. Gut, neuer Versuch. Ist seltsam mit der Steuerung. Wirkt auf mich sehr unausgewogen, muss ich sagen. Aber schauen wir doch mal. Wie soll ich den denn treffen? Das geht doch gar nicht. Aber diese seltsamen Action-Einlagen drin, ganz ehrlich, die sind nicht gut umgesetzt. Ich laufe einfach erstmal in den Meter. Mal sehen, was sich dabei ergibt. Er könnte natürlich auch einfach nicht unten in die Lücke reinrennen, sondern einfach oben lang laufen, ne? Naja. So. Gut, kann ich denn von hier aus jetzt gerade mal... Och Jack, bitte lauf ihm doch nicht einfach entgegen. So, ich muss aber sagen, das Schießen ist total sinnlos. Nee, ich will die Aktionssequenz nicht überspringen. Ich würde gerne das ganze Spiel durchspielen. Was? Oh, ich Idiot, ich habe jetzt doch auf Überspringen gedrückt. Tut mir leid. Naja, egal, er scheint gegen die Wand gefahren zu sein. Das war ziemlich dumm, finde ich. So, kann ich denn nochmal bei dem Herrn vorbeischauen? Nee, ich weiß auch gar nicht, wo die Lücke ist, wo der gerade auf uns Jagd gemacht hat. Tut mir leid, ich habe jetzt auszusehen, ich sag noch, ich will es nicht überspringen und drück auf Ja. Das war jetzt total schlau von mir. Aber ganz ehrlich, das war sowieso äußerst beschissen gemacht, diese Action-Sequenz gerade. Von daher, ich finde, es war jetzt kein großer Verlust, dass ich die aus Versehen übersprungen habe. Er scheint ja irgendwie rausgekommen zu sein und damit ist gut. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Schön, dass er einfach die Polizeistationen hier nutzen kann. Gut, von mir aus. Finde ich gut. Macht es uns natürlich einfacher. Dann auf zu den Keystone Filmstudios. Die wollen wir uns natürlich mal anschauen, denn wir wollen ja wissen, was es damit auf sich hat, dass die Holz vom Dirt beziehen für irgendwelche Bauvorhaben. Das passt nicht so ganz. Na gut, finde aber auch interessant, dass es ihn überhaupt nicht weiter gejuckt hat, dass ihm gerade jemand nach dem Leben trachten wollte. Haben wir zufälligerweise gerade eine Karre? Haben wir. Aber den Ford H-Boy? War das der Kleine? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Na komm, den nehmen wir uns mal. Aber ich werde an der Stelle mal eine ganz kurze Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder mit dem Ford H-Boy. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Nicht mit dem Ford H-Boy, sondern mit einem anderen versteckten Auto, das ich in Hollywood noch offen hatte. Ich glaube, Boisson C7 oder so hieß der. Und soweit ich das gesehen habe auf der Karte, müsste es eigentlich das letzte versteckte Fahrzeug gewesen sein, das ich noch offen hatte. Deswegen habe ich mir mal kurz den Abstecher gegönnt. Und bin jetzt schon ganz in die Nähe vom Filmstudio gefahren. Weiter geht's mit der Keystone Film Company um 13.50 Uhr.